Think-Plattform, die übertrifft meines Erachtens alles. Für jeden, der Streamer ist, der Content produziert, der Videos macht, der so bekloppt ist wie wir, ja, die einfach, die brauchen eine Plattform. Ihr seid jetzt in meinem Zoom-Raum. In Zukunft werden wir das auf der Ting-Plattform machen. Ich zeige ganz kurz mal die Webseite von Ting. Und vielleicht könnt ihr in kurz noch mal was zu Ting selbst sagen. Paul, willst du zuerst? Du, Alfred, sag du. Also Ting ist, kann man so verstehen, wie Skype, Zoom, Twitch, alles in einem, in einer Plattform. Ich kann, Ting selber ist quasi so wie YouTube, wo ich meine Videos hochladen kann und dafür bezahlt werde, wo keiner meine Daten klauen kann, weil halt Zeitstempel und geografischer Stempel dahinter steht, sodass die Originalität bestätigt wird und, und. Und ich kann, so wie auf YouTube, nur halt viel mehr als bei YouTube, selber auch damit Geld verdienen, je mehr Leute sich das Video ansehen. Ja. Und selbst die Leute, die sich Videos ansehen, können auch wieder Geld verdienen oder Token verdienen, wenn sie gewisse Videos ansehen. Ja. Das kann halt sein, weil es eine Werbeeinschaltung ist, die ich zulasse, als Beispiel. Ja. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und das Schöne ist, es bleibt viel mehr übrig für denjenigen, der viel Content macht, als bei YouTube oder anderen vergleichbaren Anbietern. Und zusätzlich die Leute, die zusehen, werden auch belohnt, wenn sie sich aktiv einschalten, sprich einem im Chat irgendwo mit voten oder mitreden und, und. Also hier gibt verschiedenste Möglichkeiten, wo ich hier dann einen Einkommensstrom über die Ting-Plattform generieren kann. Und Ting ist ja dann auch noch zu erwähnen, Meeting, also Meeting-Plattform, so wie man es über Zoom, Skype und so kennt, kann ich hier einen Raum öffnen, wo jetzt, sage ich mal, innerhalb von, also im Umkreis von egal wo, weltweit, ich tausende Leute reinholen kann und auch verschiedenste Kameras in einen Raum reinholen kann, in ein Meeting, was halt sonst nicht der Fall ist. Ich glaube, Steven, da kannst du viel mehr technisch den Leuten von der Praxis erzählen, wie das, wo hier die Herausforderungen normalerweise stehen für einen, der solche Videos macht. Das, was hier sehr vereinfacht in einer über eine Browserlösung kompakten Form gebracht wird. Ich werde das in einem eigenen Stream nochmal oder auch Video zusammenfassen, damit ihr mal, manche wundern sich jetzt, warum ich nach links gucke oder wie auch immer. Links habe ich den Monitor, wo ich meine Leute im Zoom sehe. Geradeaus ist es der Monitor, wo ich übertrage, wenn wir auf die Webseiten gehen. Rechts steuere ich OBS, also das ganze Kameragedöns und so weiter. Es ist wie beim Tennis, ne? Also du gehst praktisch von links nach rechts. Und all das, diese Technik hier, die hat ein Heidengeld gekostet, muss man einfach so sagen. Und über die Ting bekommen wir die Möglichkeit, mit ganz wenigen Mitteln aus dem Browser raus, das mag vielleicht jetzt der eine oder andere einfach nicht verstehen, weil er sich mit dem Thema nicht befasst, aber vielleicht guckt doch dieses Video jemand, der viel streamt oder viel unterwegs ist. Das heißt einfach so, du kannst in Zukunft einfach unterwegs deinen Laptop aufmachen, Ting benutzen und hast in Ting alles integriert, um trotzdem einen schönen Stream hinzubekommen, so wie wir das jetzt haben mit verschiedenen Hintergründen, ne? Und dass es sauber aussieht und noch vieles mehr. Aber lasst euch überraschen, die Einkommensquellen sind verrückt, was hier machbar ist. Und hier werde ich nochmal separat, wie gesagt, drauf eingehen. Jetzt machen wir den Schritt. Ich habe es extra zum Schluss gebracht. Talk to Key.